noch einmal einen wunderschönen guten Morgen Ihnen zu Hause und runterschlucken. Ja. Jetzt geht's wieder. Natürlich auch wunderschönen guten Morgen, Roman. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Guten Unser Morgen. Podcast-Liebhaber hier ja. im Haus. Wenn sich jemand mit Podcasts auskennt, dann du. Wenn man irgendwas wissen will, dann tippt man deine Nummer und fragt dich. Du hast heute zwei Podcasts mitgebracht. Genau. Leg mal los. Ich habe wieder fleißig gehört und ich habe euch nicht nur Podcasts, sondern auch es ist der Schaum schon ein bisschen runtergewandert, aber Bier mitgebracht. In einem perfekten Bierglas. Ja, ich habe mir gedacht, ein kleiner Pfiffi in der Früh ist vielleicht das Dank, Beste. Frühstück mit Bier. Okay. Das soll dieses Bild ergeben. Karl und Pascal sind die beiden Herrschaften, die diesen Podcast betreiben und haben eigentlich schon mit sehr, sehr vielen prominenten Stars und Sternchen Österreichs geplaudert, aber auch nicht so bekannten, einfach interessanten Persönlichkeiten. Mhm. Und wir haben sie dabei besucht. Das schauen wir mal rein. Das sind Karl Weichselbaumer und Pascal Kitzmüller, besser bekannt als Zweitagesbart. Ursprünglich als DJs, Partyveranstalter und Moderatoren unterwegs, widmen sich die beiden mittlerweile auch ausführlich dem Thema Podcast. Aufgrund von Corona sind natürlich die ganzen Auftritte weggefallen und dann haben wir uns gedacht, machen wir was Cooles mit unserer Zeit, was Sinnvolles. Und haben dann interessante Leute einfach interviewt, die uns selber interessieren. Muss jetzt nicht prominent sein, sondern einfach spannende Themen. Und versuchen herauszufinden, was macht die Leute erfolgreich. Und aus dem ist dann eigentlich die Idee entstanden, ja, Frühstück machen wir gern, Bier trinken wir gern, Frühstück mit Bier. Fahren wir zu den Prominenten und holen wir uns die Quintessenz ihres Erfolgs. Das klappt inzwischen schon ganz gut. An die 50 Folgen von Frühstück mit Bier kann man sich online anhören. Egal ob Leo Hillinger, Arabella Kiesbauer oder Richard Lugner, bei Karl und Pascal plaudern die Promis gerne aus dem Nähkästchen. 88 Jahre sind Sie jung? Ja, jung, ja. Ich bin noch immer nicht geimpft, weil ich noch zu jung bin. Wir haben viel Bürgermeister in Österreich. Wir stehen einfach nur so ein Mikro am Tisch und fangen zum Plaudern an. Trinken ein Bier, es ist gemütlich. Die Jötzi hat uns auf einen Kuchen eingeladen. Gerda Rogers hat uns einen Kaffee und Kuchen gemacht. Und es ist so persönlich und so entspannt, dass man wirklich merkt, die Leute fühlen sich wohl, wir fühlen uns wohl. Und dann entstehen diese besonderen Momente. Wir danken vielmals fürs Gespräch, wünschen uns noch viele weitere spannende Folgen von Frühstück mit Bier und sagen zum Abschied leise Prost. Na dann, Prost. Prost, nein, ich trinke es nicht. Eher nicht, oder? Ich glaube, dafür ist es dann tatsächlich noch zu früh. Ja, ein bisschen. Aber ich hätte noch einen passenden Namen für das Wetter. Sonne, Strand und Meer, Baywatch, Berlin. Das ist ein wunderschöner Titel. Was für eine Überleitung zum zweiten Podcast. Ich habe mich auch extra sommerlich angezogen. Denn, das ist sommerlich. Okay. Ich habe so in den Kleiderkasten geschaut und habe gedacht, das passt am ehesten noch zur Summer Breeze von Baywatch Berlin. Ist ein Podcast von Klaas Häufer Umlauf und zwei seiner Kollegen aus der Produktionsfirma, die eigentlich mehr Freunde geworden sind. Okay. Und mit denen macht er sonst eigentlich relativ in kleiner Runde, gemütlich in ihrer Firma einen Podcast. Ja. Und im Sommer überlegen sie sich immer was ganz Besonderes. Und letztes Jahr war das quasi nur ein bisschen Bootschippern. Dieses Jahr war es der freie Fall. Sie wollten den höchsten und spannendsten und was weiß ich noch alles Podcast aufzeichnen. Und ich mag nicht zu viel vorwegnehmen, aber das Bild, glaube ich, spricht ganz gut für sich. Und wir hören mal ganz kurz rein. Das passt ganz gut zu dem Bild, das wir jetzt gerade sehen. Klaas ist weg! Naja, da hat man ja nicht viel Zeit. Ne? Wenn man da runterfliegt im freien Fall, vielleicht eine Minute im freien Fall? Also, da muss man schnell sein beim Reden. Da muss man relativ schnell sein und vor allem, es war nicht ganz so ohne Adrenalinschübe für alle drei Beteiligten. Das kann ich mir vorstellen. Also da ist schon ziemlich rund gegangen und es ist sehr unterhaltsam, vor allem wenn man irgendwo vielleicht am Strand oder am See liegt, die Augen zumacht und einfach mal nur hört und genießt und nicht dabei sein muss. Und selber sich dann die Bilder vorstellt. Ja, nicht selber aus dem Flugzeug springen. Du musst dir vorstellen, alles in ruhig, alles chill, auf einmal fangst du an zu lachen, weil du irgendwas im Ohr hörst. Das ist sehr schrecklich. Da denkt man sich dann auch, ja. Na gut, okay. Vielen Dank, ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch und auf die nächsten Podcast-Tipps. Ich mich auch sehr. Danke schön für den Besuch. Der heißeste Tag des Jahres erwartet uns heute. So ist es.